Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich bin gerade an dem Laden vorbeigegangen, wo ich eigentlich was essen wollte. Kleiner Snack, aber kennt ihr das, wenn ihr euch das dann doch irgendwie anders überlegt und ihr seht das dann vor Ort und ihr denkt euch, naja, irgendwie habe ich doch keinen Bock. Das ist japanisches Softeis, dachte ich mir. Das ist so eine Konditorei. Tanpopo heißt sie, glaube ich. Die haben mich eigentlich schon mal enttäuscht. Da habe ich nämlich Melonpan gekauft. Ich dachte, okay, der Melonpan war nicht schlecht, also die Qualität der Laden ist nicht schlecht, aber ich habe mir Melonpan ganz anders vorgestellt. Ich dachte mir, in den Animes essen die das immer, es sieht so super softig aus, mega weich, locker flockig. Ich habe sogar meiner besten Freundin Bescheid gegeben, die war ja damals meine Nachbarin. Ich so, oh mein Gott, komm rüber, ich habe das krasseste gekauft aus Japan und so, probieren wir das. Und es war einfach eine süße Semmel. Ich war so enttäuscht. Es war einfach eine Semmel, wie vom normalen deutschen Bäcker, aber süß mit Zucker oben drauf. So enttäuscht war ich. Auf jeden Fall, die haben noch einen Laden gleich gegenüber jetzt neu gemacht mit japanischem Softeis. Aber irgendwie sah das nicht so authentisch aus. Es sah nicht so japanisch aus. Er hat mich auf jeden Fall nicht so angesprochen, Alter. Dann bin ich einfach direkt wieder vorbeigegangen. Jo, ich bin zurück. Ich habe mir nichts geholt. Ich habe noch vorbeigeschaut am Isar-Tor. Sagt euch nichts, aber da macht Hawaii-Grill von Hata auf. Wollte ich mal abchecken, weil eigentlich hätten die letzte Woche Eröffnung gehabt, aber das wurde irgendwie abgesagt. Und dann habe ich die Woche so die Storys ein bisschen geschaut und eigentlich sah der Laden fertig aus. Also dachte ich mir, okay, vielleicht haben die auch schon so offen, ohne dass die große Eröffnung mit Hata oder so am Start ist. Aber nee, war noch nicht offen, aber sieht ready aus. Location ist okay und ja, ich bin gespannt. Also uns ist egal, ob Hata da vorbeischaut oder nicht. Und eigentlich besser so, wenn da wenig los ist, weil wir wollen nur den Laden abchecken und die Qualität des Essens natürlich, ob es schmeckt oder nicht. Aber wäre schon cool, ihn zu treffen. Ich chill heute, glaube ich. Heute wird nichts saftig gegessen. Ich schau mal, was ich hier noch so finde und verwerten kann. Was ich heute vorhab, ist Demon Slayer lesen, soweit ich komme, weil Sonntagabend, also wenn ihr das seht, heute Abend, schaue ich mir den neuen Film an im Kino mit einer Kollegin. Mugen Train heißt der, glaube ich, Demon Slayer Mugen Train, und der basiert, also fängt dann an, da wo Staffel 1 vom Anime aufgehört hat. Dementsprechend, ich kenne den Anime noch gar nicht. Man kennt so dies, das, aber ich habe ihn mir nie angeschaut und auch noch nicht gelesen. Hat aber auch nur 200 irgendwas Kapitel. Und wenn nur Staffel 1 animiert ist, dann denke ich mal, was weiß ich, wie viele Kapitel das sind. Also sollte ich schon hinbekommen, bis dahin auf dem aktuellen Stand zu sein. Ich habe gerne in den Kommentaren, wie ihr Demon Slayer fandet, Anime und Film. Conor McGregor! Crypto.com, ihr wisst, die Zusammenarbeit. Ich habe mir jetzt ein paar Kapitel reingezogen. Das ist noch ein langer Weg. Ich muss sagen, also bisher haut mich das gar nicht um. Es ist auch noch nicht viel passiert. Aber der Anfang sehr gerusht. Also gar nichts wird erklärt. Mit der kleinen Schwester null erklärt. 2-3 Jahre Training schon. Timeskip des Todes. Und jetzt kommt so der erste Gegner. Also manga-technisch eigentlich voll der schlechte Anfang, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall heute Conor McGregor gegen Dustin Poirier 3. Boah, ich habe wieder von ein paar Kollegen Conor McGregor-Post gesehen. Also ich war früher ein Fan von ihm, ganz früher, wo er noch unbekannt war. Irgendwann war er dann einfach zu crazy, zu respektlos. Keine Ahnung, nur noch Gelaber. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also wenn ihr dieses Video seht, dann ist der Kampf schon gewesen. Wieso labe ich über UFC? Wer hat ihn zerstört? Khabib Nurmagomedov. Komplett zerstört. Und ich habe mir was von ihm bestellt. Also das habe ich schon bestellt, schon probiert. Das Material ist verloren gegangen. Diese Russen haben mich abgezockt. Alle Artikel sind schon abgelaufen. Seit 3, 4, 5 Monaten. Und bei dem schmeckt man es auch. Schmeckt trocken, schmeckt abgelaufen, wenn man reinbeißt. Dieses abgelaufene. Crazy Geschmack. Protein, Cookie, Banane.
wie heißt das? Peanut Butter, Erdnussbutter. Davon echt viel zu viel. Müssen die anderen auch mal testen. Falls sie kein Problem damit haben. Einmal Blaubeere Mozzarella. Das ist crazy. No, 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 no. Ich dachte mir zuerst, okay, nur Blaubeere habe ich geschmeckt. Gar nicht so schlecht. Auf einmal kommt so ein käsiger Geschmack. Yeah! Digga! Was ist das? Chocolate Cheesecake, okay. Das ist einer der eher Fehlkäufe, die ich hatte. Den kann man noch essen. Hm? Das kann man essen. Weiter geht's mit Demon Slayer. Daily Vlog schneide ich gerade. Alter, wir haben fast 3 Monate. Wie schnell die Zeit vergeht. Krank, Digga. 3 Monate Daily Vlog schon. Auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte eine allergische, kleine allergische Reaktion auf irgendwas von diesen Riegeln. Weil mich hat es hier ein bisschen gejuckt. Ich habe keine einzige Food-Allergie, außer Macadamia-Nüsse und da auch ganz leicht, also eigentlich genau dasselbe, was gerade passiert ist, nur ein bisschen stärker. Also wenn ich Macadamia-Nüsse esse, dann juckt es mich hier hinten ein bisschen und die Lippen jucken ein bisschen, aber also da schwillt nichts an, ich brauche nicht irgendein ein Antidot oder muss ins Krankenhaus oder sowas, bei gar nichts, aber da bei diesen Riegeln hat es mich auf einmal hier hinten ein bisschen gejuckt, also irgendwas ist dann komisch mit diesen russischen Habib-Nummer gemerkt auf Proteinriegeln. Geschmacklich, Mindesthaltbarkeitsdatum, Qualität, Inhaltsstoffe, anscheinend. Jo, was geht? Update. Ich bin bei Kapitel 17. Bisher haut mich da gar nichts um. Sagen eigentlich bisher ziemlich schwach sogar. Voll viele Sachen schlecht erklärt. Gar nicht spannend bisher. Nächster Morgen. Ja, ich habe noch ein bisschen gelesen, aber nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Ich krieg so ein bisschen Inuyasha-Feeling, Naraka-Style mit dem, der alle Dämonen erschaffen hat, der Michael Jackson. Man kennt ihn von den Memes, also alles klar. Ich habe den Blonden jetzt kennengelernt. Also der war schon am Anfang da, aber der ist jetzt nochmal aufgetaucht. Jetzt reisen die zusammen. Und der mit der Schweinemaske, also es geht voran. Aber bisher überzeugt mich da gar nichts, oder? Alter, ich habe kein Stück weitergelesen seit heute Morgen. Und ich muss gleich los zum Film. Man hätte, also ich hätte, also Staffel 1 hätte ich safe fertig lesen können, also. Aber irgendwie bin ich nicht reingekommen. Aber nach dem Film werde ich mir natürlich den Rest reinziehen und dann safe eigentlich nur ein paar Tage brauchen und dann Hammer, Demon Slayer fertig. Also, ich bin echt verwundert, dass es nur 200 Kapitel hat. Also das ist nichts, Mann. Tokyo Revengers hat auch um die 200, wo ich das gelesen hatte. Ich habe 2 Tage gebraucht, aber das war auch krank. Also ich konnte da nicht aufhören. Und ja, Demon Slayer ist... Digga, kein Kommentar. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Demon Slayer feiert. Ich bisher leider noch gar nicht. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, schaut auf Twitch vorbei, jeden Freitag sind wir live. Demnächst vielleicht auch mal wann anders, je nachdem, was wir noch so vorhaben mit den Jungs. Ansonsten in Bitcoin, DeFi investieren, Cashflow generieren, serious business und ciao, Alter.